Putting your bags in the boat. Okay, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Wir laden gerade das Boot, weil wir fahren heute mit dem Kajak raus. Mhm. Aber nicht einfach so, sondern wir fahren an einen richtig krassen Spot, wo wir normalerweise gar nicht mit dem Kajak hinkommen, weil das viel zu gefährlich ist und weil es viel zu lange dauert. Also haben wir uns ein kleines Boot organisiert. Die bringen unsere Kajaks dahin, lassen uns dann raus. Und an diesem Spot werden riesige Fische gefangen. Marlin, riesige Thunfische, mehrere hundert Kilo schwer, Cubera Snapper. Ich bin gespannt, wir haben richtige Tackle dafür mit. Idealerweise machen wir ein richtig feines Catch and Cook hier heute Abend am Beach. Vielleicht kommen wir aber auch erst morgen wieder zurück, Eugen. Wenn wir so einen Marlin dran haben, dann... Rennen wir bis morgen. Aber ein bisschen dangerous. Die werden alle nervös. Wir müssen das Boot beladen und dann geht's los. Ich bin gespannt, wird ein richtig geiler Tag. Hast du Bock, Eugen? Ja, klar. Bist du nervös? Ja. Okay Leute, wir haben es geschafft, wir sind schon mal draußen. Das ist übrigens Shermus. Shermus is the owner here of the, this camp. How's it going? How is the name of your company here? Summer of Sport Fishing. Ja, Leute, da könnt ihr diese geilen Kajaks leihen und geile Touren machen. Yeah, what do you think? How will it be today? What will we catch? Well, it's a nice day, a little overcast, so that's good for being in the kayak. Not as much sun direct on you. Perfect. Hoping for some pargo, maybe some groupers, some rooster fish out there today, maybe. Oh, that would be a dream. Also Roosterfish, Leute, das ist hier so ein Traumfisch. Maybe a Cubera. Maybe. When we get some bait. Yeah. And we have the sonar with us, so we can see if something on the ground, some action for jigging. Correct. Yeah. Correct. So the places we're gonna go should have some like underground plateaus and rock structures. So a lot of good fish hanging out there. Yeah. Perfect. Okay Leute, das hört sich gut an. Also wir werden erstmal Köderfische fangen und dann, wenn wir da haben, packen wir jeder einen Köderfisch raus, einen großen für Cubera. Und dann werden wir jiggen, popping für die Roosterfish. Roosterfish ist dieser Traumfisch, gigantisch. Sieht aus wie ein Dinosaurierfisch. Das wäre ein Hammer, noch nie gefangen. Ja, ich bin gespannt. In one part I hope that we catch a Cubera, like you show me the picture, I showed them already. Yeah. And the other half, don't want it. Yeah. You know, because it can be dangerous, right? Dangerous on the kayak. You always want to keep big fish in the front, not on the side. Yeah, that's a good. So what if something goes really big on? If something goes really big, you want to try and put it in reverse and get the front around to where your line is directly off the front. Okay. Because it gives you more action. Long ways. Yeah. If it's right off the side, it could tip you. Yeah. So better right off the front. Okay. Or off the back. If you're in the wave, you have to turn around and just pedal to get off a reef or something. Yeah. Ooh. That's really dangerous. When you're in a reef, the big waves come, and then dann groß Fisch drauf hast. Yeah. But the place we're going doesn't really have big waves today, so it should be nice and calm like this. Yeah, that's really that's good. That's nice. Yeah. Also for the camera, man. Yeah, exactly. Okay, so and then when I got the fish near the kayak, so. Well, I mean, if it's a big Cubera, we should release it. Rooster fish, we should release. And if it's something that, like a tuna or just some nice pargo that we want to eat for dinner tonight, bring it in, hold it up, get some good pictures. Yeah. But catch and release for roosters and big Cuberas. Sure. So, yeah. Yeah, just when we catch something like in this size, a Cubera like this, we can take and rooster all goes back. Correct, correct. That's good. Yeah, and there should be some tuna around today, hopefully, so that's good eating. Yeah. But yeah. Okay, let's go, guys. Go team. All right. That's the local frequency. And how can I reach you? We're all going to be on the same channel, 69. Okay guys, Fishing King is on the water. Jetzt geht ins Wasser jetzt, weil wir lassen. Ey, warte mal!
Und da ist ein Becher reingezogen. Junge, Junge, ich zieh mir hier ein paar Nüsse rein. Denk an nicht. Mir bringe ich Wasser in einem Plastikbecher zu holen. Ehrenmann. Okay. Bisschen Wasser ins Kajak gekommen. Bei der Fahrt. Deswegen müssen wir es wegmachen. Das ist nämlich Eugens dein Kajak, Eugen. Weil es wieder schön untergehen, so wie in Norwegen. Ja. Ich hab ihm eigentlich gesagt, er soll es nicht wegmachen, aber. Okay. Er mag dich anscheinend ein bisschen. Überlebensgürtel. Heiß immer, Mann. Auch im Wasser. Okay. Jetzt sind nicht schon die Kajaks abgegangen, weil das Teil hier abgeflogen ist. Das ganze Teil ist auf unser Kopf gefallen. Das Dach. So, jetzt sind die Kajaks weg. Das war's jetzt. Ich weiß, wir beenden, oder? Ja, wir sammeln die wieder ein. Ah, ist okay. Das ist nicht so einfach. Es geht ja heute hier schon richtig gut los. Jetzt ist gerade ein Kajak umgekippt. Naja, normalerweise kommen die Kajaks, er hat extra normalerweise ein anderes Boot, da kommen die so drauf, das haben wir auch schon mal gemacht. Da passiert dann nichts, aber hier, das ist heute improvisiert, weil die großen Boote waren schon vermietet. No risk, no fun. Und er hat uns gerade davon erzählt, dass hier, wo wir hier fischen, gibt es einen 900 Pfund Marlin, der lebt hier, und Bullsharks. Und die Bullsharks können natürlich auch mal das Kajak attackieren. Hat uns von der Story erzählt in Florida, wo das zwei Kajakanglern passiert ist. Also ist schon next level, Eugen. Dschungel war da nichts gegen. Eisangeln auch nichts. Also es ist next level, was die Komfortzone angeht. Weiß ich nicht, ob ich da Bock drauf habe. Can I see that cup again? Boah, das ist komplett voll gelaufen, ey. Mann, Mann, Mann. Alles klar. Kermit hat einen Fisch drauf. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Good. Oh yeah, rooster. Oh no, it's a tuna. Wow, ah. Oh, Tuna. Tuna, it's a tuna. Nice, man. Wow. Ich habe auch einen Eugen. Jawohl. Yes. Tuna, it's a tuna. Oh, my rod is broken. Shit. Eugen, Eugene. Ich habe auch einen fetten Tuna drauf und die Rute ist gebrochen. Deine Rute ist gebrochen? Wow! Wow! Yes! Very nice! Jo, ich komme! Deine Rute ist gebrochen? Ja. Und ich habe einen dicken Fisch drauf. Robertus hat auch was drauf. Wilde Zeiten brechen an. Boah, Leute, krass. Jetzt bin ich gespannt, ob wir den rauskriegen. Das scheint mir ein schöner Tuna zu sein. Shit, da war die Rute irgendwas schon weggeknackt. Sonne. Wir haben die hier auf dem Weg auch schlecht behandelt. Beim Flug. Oh yes. Oh yes. Oh oh. Oh yes. Bin gespannt, was das ist. Einfach mal die Rute gebrochen beim Drill. Was hast du denn da drauf? Ein Tuna. Noch nicht mal ein Riese, aber die Rute hat da anscheinend schon einen Knacks vom Transport. Das ist doch crazy, Mann. Boah. Mega. So, da kommt er. Hey, komm her, mein Bruder. Perfekte. Köderfisch große Größe für die ganz großen. Boah. Geil, okay, der kommt direkt drauf. Hammer. Mega! Okay. Jetzt schnell. Ja. Ist ja seiner aber auch so die Größe, ne? Nee, größer. Ja? Ja, ja. Das Doppelte. Schön. Nice! Amazing.
wird der heiß. Kriegt der ranfahren da irgendwie, ne? Da kriegt der Robertus Kribbeln in den Fingern. Schirm ist vom Kajak geflogen. Fuck. Scheiße, ich kenne das Gefühl. Ist mir auch in Norwegen passiert. Das ist sehr unangenehm. You good? Ja. Das ist richtig anstrengend. Verliert man richtig viel Energie. Okay, da vorne ist ein Hai. Schiemes hat den gerade gesehen. Das heißt, jetzt wäre es besser, wenn keiner von uns ins Wasser fällt, so wie Schiemes gerade, als er mein Köder retten wollte. Jetzt müssen wir wirklich vorsichtig sein und voller Fokus. Kein Scheiß bauen. Wir haben beide einen großen Köderfisch draußen. So, dann ist es auf. Okay, Leute, ich habe einen guten Biss. Yes! Oh, it's a good one! Yes! Eugene, I got a really good one! A big fish! Oh shit! I need help with the other rod! Schimmers, I need your help! I definitely need help! Oh shit! Man, that's a big fish! Oh, Leute! Alter! Das ist ein fetter Fisch! Can you put the other word? Yes. You got it? Yep. Oh fuck, this fish is so big. Fuck, we think we lost him. No. Shit! Oh no, he's still on. Yes. Oh, Leute. Leute, ich bin so aufgeregt. Ein Komm mit der Cam! Oh, fuck. Oh no, fuck! Man! He's gone. Broke it. Oh, spit it. Scheiße, Leute. Fuck. Oh. Big fucking fish. It was pulling you, man. Do you think I had the tight one? The break was too tight? No. I think you just got a little bit loose and fucking spit it. Yeah. Fuck, this was fish was heavy. Shit. Wie war das für dich, Bro, eben? Unglaublich. Ich bin immer noch voller Adrenalin. Ja, ne? Ich kann es nicht glauben, das war so ein krasser Fisch. Also was war das denn? Was, Tuna oder was? Nee, das war was Größeres, Heftigeres. Das war wahrscheinlich ein riesiger Grouper oder Kubera Snapper oder... Ich weiß es nicht, war unglaublich. Es war... Der stärkste Fisch, den ich je drauf hatte. Boah. Das war schon echt heftig, Mann. Der hätte fast einmal kurz mich mit dem Kajak umgekippt, wenn er nicht vorne gewesen wäre. Ach, Scheiße. Der hat mich über eine Minute über die Wasserfläche gezogen. Ich weiß nicht, ob man das gesehen hat auf der Drohne. Du warst ja gerade mit der Drohne, aber ja. Der hat mich so schnell gezogen. Das war so... Das war unglaublich. Crazy, Mann. Der hat auf so einen Köderfisch gebissen, ja? Boah. Das war schon auf so einen Fisch. War das vielleicht ein Hai? Nee, kann nicht. Ja, stimmt. Sehr wahrscheinlich. Es war ein großer Grouper oder Kubera. Stimmt, an die 100 Kilo vielleicht. Boah. Aber egal, es ist krass. Es gibt viel Fisch.
nochmal jetzt einen schönen Köderfisch fangen und dann haben wir nochmal eine Chance. Ja. So, da ist wieder alles voll, Freunde. Die Frage ist nur, ob sie den Köder nehmen oder nicht. Wieder weg. Yes! I got one! Jawohl! Geil! On a smaller Rapala! Nice! Geil! Noch ist er zwar nicht dran, draußen. Komm, komm, komm. Ey, was die immer für eine Power haben, ne? Ist echt krass. Das ist wirklich eine Wahnsinnsangelei hier. Das ist der Wahnsinn. That's amazing, man! It's amazing, boy. Amazing. Wow. Be careful. Da ist Schnur. Dann kommt der Bertus. Ja. Alter Vater, ey. Oh, mein Rücken, ey. Wir haben jetzt schon fast 4 Uhr. Boah, das war der Wahnsinn einfach. Also der eine Fisch, den du gedrillt hast. Mann, also wirklich, ich muss hier wieder, also ich habe hier noch eine Rechnung offen. Das Ganze ist ja noch nicht vorbei. Ich bin zum Glück noch eine Weile hier. Hattest du schon mal so einen Biss? So einen Fisch hatte ich noch nicht drauf. Das war echt krass, ne? Die Route war komplett krumm. Die war komplett krumm. Das Problem war halt, ich hatte noch die andere Route im Wasser, da war auch kurz was dran und dann hing da noch, so, dann aber war der große Fisch dran. Und dann kam Schaumes ja zum Glück, hat die eine Route, konnte ich dem geben, dann konnte ich Fokus drauf. Und die, weil Schaumes hat ja am Anfang auch so einen Riesenfisch drauf gehabt, ja, der ist immer runtergegangen, in den Stein abgegangen, weil die Bremse zu weit offen war. Bei mir war vielleicht die Bremse ein Tick zu weit zu, wobei der konnte immer noch Schnur ziehen, aber vielleicht wäre ein Tick mehr, der war vielleicht auch mal kurz Slackline, man weiß es nicht, auf jeden Fall ausgeschlitzt. Ja. Ist immer so ärgerlich, weil man denkt immer danach, was habe ich falsch gemacht? Wäre die Bremse ein bisschen mehr auf gewesen. Aber dann, weißt du, wenn er dann in den Felsen gegangen wäre, dann denkst du dir auch wieder, ach, hätte ich die Bremse doch noch mehr zugehabt. Eigentlich man kann es nie richtig machen. Ja, schon, aber man weiß, ja, man steckt manchmal nicht drin. Ja. Normalerweise ist beim Salzwasserangeln eh eigentlich die Bremse immer gut zu, damit die gerade nicht so in die Steine reingehen. Weil hier sind krasse Felsen. Das war die Route vom Rainer, ne? Also die Meeresroute. Mhm. Boah, die war ja richtig krumm, Alter. Das war was, auf jeden Fall was Dickes. Das war was richtig Fettes. Die biegt sich nicht so einfach. Nee. Das hat mich fast einmal so vom Kajak runtergerobbt. Mhm. So, ja, sagte er auch. Der hat dich richtig gezogen, meinte der. Ja, unglaublich. Du hast richtig Speed drauf gehabt. Ja, aber ich meine, guck dir das an hier. Guck dir den Kameraden hier. It's Yellowfin, right? Wow. Nice, ein Yellowfin, Mann. Der Wahnsinn. Und irgendwie noch sechs kleine. Und auch noch 6 kleine Tuna Bonitos. Das ist doch der Hammer. Ja. Also. War ein erfolgreicher Tag. Ja, da gibt es erstmal Sashimi und Thunfischsteaks und. Good job, Carpaccio. Good job, guys. Boom. Boom. Thank you. Gracias, Johnny. Man, that was cool watching that kayak get up and go. You were just like, man. Yeah. I was hoping to see the fish, but just seeing you catch it and getting some action, a lot of fun, of fun. But that's, I know that he's there, and I will come back for him. I know. Definitely. They're here, man. There's big fish here. Yeah. Big fish. I will come back. It's not ready. It's not. Okay, Leute, wir sind jetzt wieder angekommen hier am Beach. Der Rückweg war doppelt so lang, aber es war saugeil, es war krass, wahnsinniges Erlebnis. Thank you for this really great trip, Seamus. Was nice. Thank you. Thank you. So, und wir werden jetzt noch den Trip weiter vorbereiten. You have to leave now, you have another appointment. Unfortunately, I have a meeting right now. So, we have to make the cooking part without you. Maybe you'll get No, I'll come back down. Yeah? I'll be like 1 hour. Then
maybe you'll get a tuna sandwich later. Yeah, for sure. Good. Also, yeah, Leute, over here there's fire pits. Perfect. Already ready, nice. Set up. Perfect. Okay. Okay. So Leute, wir sind jetzt hier an einem anderen Spot. Wir haben den Beach gewechselt. Seamus musste noch weg, der hat einen wichtigen Termin gehabt. Und du sammelst schon Zunder, ne? Genau. Wir werden jetzt ein geiles Catch and Cookie am Beach machen. Schau das mal an, das ist einfach perfekt. Wir haben uns noch zwei Kokosnüsse organisiert, haben noch ein bisschen Eis organisiert, haben uns noch eine Guacamole organisiert, beziehungsweise schnell selber gemacht bei uns im Kitchen. Und noch ein entsprechendes Messer, was wir hier brauchen fürs Catch and Cook. Und schaut euch mal diesen Tisch hier an. Es ist einfach perfekt, wie für uns gemacht, der Place. Das ist übrigens der, nice. Der Mel Gibson Strand, sagt man. Mel Gibson hat hier mal 40 Millionen ein Haus hinten gekauft und hat es aber wieder verkauft. Naja, auf jeden Fall werden wir jetzt hier schön am Mel Gibson Beach ein geiles Catch and Cook machen. Und dann gibt's geile Thunfischsteaks auf Toast mit Guacamole und Tomate. Ich bin gespannt. Ja. Jo. Das Holz hier. Ja, bin ich mal gespannt. Das ist richtig trocken. Wir bräuchten ja noch was Größeres, Eugen. Schon ordentliche Scheren. Wir können mal die Geist fragen. Not eating. No? No. Okay, good. If you eat this, you die. Wow. Really? No, do that. Right now, man. Okay, die essen wir. No. Okay. Die werden wir nicht essen. Die können einfach da chillen. Steak Nummer 1 haben wir. Sieht schon mal krass aus. 1. Geil, die ist schon auf. Ja. Hammer. Numero 1. One tomato. Meros. Mhm. Okay, dann lass mal Grillrost drauf. Boah, guck dir den Sonnenuntergang an. Ja. Wahnsinn. Ja, yeah, are you ready? Freddy meinst du? Ja, guck dir das jetzt mal an hier. Jetzt wird hin. Guck dir das mal an, wie geil das sieht, aber krass aus. Angerichtet wird hier. Wahnsinn. Du kannst eigentlich so ein exotisches Restaurant jetzt nicht aufmachen, oder? Ja. In Costa Rica. Auf jeden Fall. Kommentiert mal, würdet ihr dann kommen, wenn Hubertus hier ein exotisches Restaurant aufmachen würde? Ein Strandrestaurant mit genau. Selbst gefangenem Fisch. Genau. Fisch vom Kajak. Und es gibt halt nur eine Stückzahl von Fischen in der Woche. Immer nur das, was halt gerade gefangen wurde. Genau. Würdet ihr vorbeikommen? Ja, es sieht doch geil aus, oder?
Ja oder ja? Ist noch ein Man, that's look very good. That's look very good. Okay, gut. Sieht echt gut aus, Mann. Ja, Bro, guten. Ja. Endlich, Alter. War ein langer Tag, oder? Das ist hier unser verdientes Catch-and-Cook-Abendmahl. Ja. Yellowfin-Tuna vom Kajak am Mel Gibson-Strand. Das ist das Mel Gibson-Sandwich, ne? Mhm. Mhm. Ja? Ja, ist krass. Ja? Mhm. Für wen ist denn das Toast da? Zeig mal, zeig nochmal. Das hier, das ist schon reserviert. Ja? Für den? Ja. Das hier, viel Spaß. Ja, gönn dir, Bro. Ja, gleich. Boah, sau lecker. Richtig gut. Ich würde auch sagen, das kann man nicht mehr toppen. Wir genießen jetzt. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann in einem der nächsten Fishing Adventures wieder. Macht's gut, Leute. Euer Hubertus und euer Morgen. Tschüss. Geil. Richtig geil. Hammer. Da war ja noch eine Kokosnuss, eine frische. Pura Vida, oder? Pura Vida. Boah, das ist krass.